Herzlich willkommen zu einem neuen Interview der Woche hier auf Wismar TV. Ich spreche heute mit Thomas Agerholm, dem Firmengründer von HW Leasing und dem Stiftungsgründer, kann man jetzt sagen, weil seit Dezember letzten Jahres gibt es eine Thomas Agerholm Stiftung. Was ist das und warum ist die gegründet worden? Ja, guten Morgen. Die Stiftung habe ich deshalb gegründet, weil ich in einem Alter bin, wo man sich sicherlich über seine Nachfolgeregelungen Gedanken machen muss. Dann gibt es zwei Dinge. Entweder ich verkaufe die HW Leasing oder ich schaue, was wir sonst machen können. Es wäre schade, das Unternehmen zu verkaufen, weil wir haben es hier aufgebaut und sind heute eine der größten unabhängigen Leasinggesellschaften in Deutschland. Das habe ich ja nicht alleine gemacht, sondern mit dem Team der Mitarbeiter. Und durch die Stiftungsgründung sichern wir im Prinzip die Arbeitsplätze aller Mitarbeiter auch über mein Ableben hinaus. Das ist eigentlich der Grund der Stiftung. Die Stiftung selbst ist gemeinnützig. Das heißt, die Erträge, die die Stiftung aus der Gesellschaft der Tätigkeit bei der HW Leasing erhält, werden für gemeinnützige Zwecke eingesetzt. Vielleicht können Sie noch mal genauer erklären, wie kann mit der Stiftungsgründung, wie können da Arbeitsplätze erhalten werden? Indem die HW Leasing später dann komplett der HW gehört. Und die HW ist dann nicht mehr verkaufbar. Ja? Also insofern, Sie müssen davon ausgehen, wenn ich ansonsten verkaufen würde, würde es sicherlich ein größerer Wettbewerber von uns sein. Und dann können wir sicher sein, dass der Geschäftssitz hier aufgegeben wird. Wismar hat den Nachteil, dass wir keinen Flughafen haben. Und als potenzielle Käufer würden eben auch gerade ausländische Gesellschaften anstehen. Die sind darauf angewiesen, einen Flughafen zu haben. Da würde Wismar keine Rolle spielen. Die sozialen Projekte, die unterstützt werden, was schwebt Ihnen davor? Was für Projekte sollen das sein? Wir sind da relativ offen. Wir unterstützen mildtätige Dinge, Sportvereine, Kinder-Jugendarbeit, kirchliche Projekte, also im Prinzip alles mehr oder weniger was gemeinnützig ist. Haben Sie da auch schon die ersten Rückmeldungen von Vereinen, die unterstützt werden möchten? Leichte Anfragen, ja. Wir sind gerade dabei, eine Homepage für die Stiftung aufzustellen. Und da wird es dann auch ein Formular geben, was man sich abrufen kann, wo man dann entsprechende Anträge stellen kann. Okay, also wer im Prinzip Interesse hat, kann dann auf diese Homepage gehen und findet dann alle möglichen Unterlagen. Mit wie viel Geld jährlich rechnen Sie da, können Vereine unterstützt werden? Also wir haben den Gesellschaftervertrag in der Form verändert, dass der Stiftung eine Mindestausschüttung pro Jahr von 50.000 Euro zusteht. Und das ist im Prinzip die Summe, die wir für soziale Projekte jetzt erstmal pro Jahr eben auch mindestens zur Verfügung haben. Wer würde dann darüber entscheiden, welche Projekte unterstützt werden, wenn jetzt so viele Anträge kommen, dass es zu viel wird? Ja, wir haben zwei Gremien. Das eine ist der Stiftungsvorstand, der die Stiftung entsprechend vertritt. Und dann haben wir als zweites Gremium den Stiftungsrat. Und im Stiftungsrat werden im Prinzip die Anträge vorgelegt und der Stiftungsrat entscheidet dann, wohin diese Beträge gehen. Ein größeres Event gab es jetzt auch schon 11 Mal, das St. Nikolai Bankett. Das wird jetzt beim zwölften Mal dann unter dem Dach der Thomas Agerholm Stiftung laufen. Wird sich da irgendwas ändern oder? Wir haben halt einen anderen Kostenträger, nicht? Bisher war es die HW. Jetzt wird es die Thomas Agerholm Stiftung übernehmen. Wir werden sicherlich die Projekte, die eventuell die HW bisher direkt gemacht hat, übernehmen. Wir wollen in den Förderungen, die wir bisher gemacht haben, eigentlich auch gerne drin bleiben. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären für Leute, die es nicht kennen, das St. Nikolai Bankett, was ist das?
Ja, das St. Nikolai-Bankett ist eine Veranstaltung zur Erhaltung von Kunstgegenständen in der St. Nikolai-Kirche. Wir haben schon ganz viele Dinge dort gemacht. Wir haben also mehrfach für das Chapelle-Epitaph gesammelt. Wir haben schon für die Verlegung von Grabplatten gesammelt, für die Neugestaltung der Gewölbemalereien bzw. Deckenmalereien. Und jetzt hatten wir das Projekt zur Reinigung der Kronleuchter. Wissen Sie, es gibt in der Kirche so wahnsinnig viele Dinge. Ich glaube, da haben wir noch sehr lange zu tun, um das alles aufzuarbeiten. Sehr gut. Also gibt es das Bankett in diesem Jahr auch. Im September, glaube ich, ist es Ja, soweit. am 4. Am September. 4. September. Ja, Sie haben es gehört, wenn Sie Interesse haben, also Ihren Verein unterstützen zu lassen durch die Thomas-Agerholm-Stiftung, es wird eine Webseite geben. Wann ist die online? Das kann ich noch nicht genauer Okay. sagen. Also, wenn es schnell gehen muss, können wir sicherlich vorab auch schon mal ein Formular zuschicken, dann vielleicht einfach an die Stiftung wenden. Die Anschrift ist Spiegelberg 57 23 966 Wismar. Alles klar, dann danke ich Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Interview der Woche.